Hey du, danke, dass du dieses Video schaust. Children of the Zodiacs hat mir so gut gefallen, dass ich es glatt weiterspielen möchte nach meinem Backlog Sunday. Und nun sind wir hier. Wir sind nach dem ersten Kapitel. Erzähl mir deine Geschichte. Ich besinge den Berg, ich besinge den der Blumenduft. Ich besinge den Adler, ich hoch in der Luft. Ich besinge den Fluss, ich besinge das Meer. Ich besinge mein Volk. Doch für mich singt keiner mehr. Ich werde dich nicht vergessen, Mama, ich verspreche's. Okay. Auf in den Kampf. Das dauert zu lange. Bist du bald Wetterpester? Man darf einen Künstler nicht bei der Arbeit hetzen, Nami. Das ist ein Mehrsatzmodell der Stufe 3 und ich habe es fast geschafft. Beeil dich trotzdem, sonst müssen wir uns in den Weg nach draußen freikämpfen. Ich glaube, Zirchhoff hat gesagt, dass wir Lord Aglix Petnos wohnen sitzt. Dieser Typ ist ein echter Trottel, wenn es um die Wahrheit geht. Eigentlich ist er generell ein Trottel. Ich bin froh, dass wir ihn ausrauben. Okay, es ist offen. Lass uns in den Bruch rein zurückkehren. In dem Bruch. Puh, warum müssen diese verfluchten Relikte so schwer sein? Was ist das überhaupt für ein Schrott? Dieser Schrott ist Jahrtausende alter Zodiac, ein so Jahrtausende altes Zodiac-Relikt, das Erzkompass genannt wird. Es heißt, dass die Herolder diese Dinge vor dem Apex-Zeitalter benutzten, um zwischen den Welten zu reisen. Was auch immer das bedeutet. Wie auch immer, der Boss will es haben, darum bin ich zufrieden. Packen wir es ein und verschwinden. Stehen geblieben, ihr Diebesgesindel. Aufgrund eurer Jugend will ich Gnade walten lassen, wenn ihr eure Waffen niederlegt und mir das Relikt gebt. Ha, dieser Typ, was für eine Nervensäge. Das hatten wir doch alle schon. Argon. Ich werde mich den Adligen und ihren Wachhunden niemals ergeben. Willst du dieses Relikt wirklich so sehr? Dann komm und hol es dir. Du hast recht, dunkle Flamme. Wir wurden mit unseren Rollen geboren, wie der Tiger mit seinen Streifen. Ich bin der oberste Wächter und habe geschworen, die Bewohner und das Eigentum von Taurus zu beschützen. Du bist ein Kind aus dem Bruch, geboren im Dreck und zu einem Dieb und Mörder erzogen. Mein Lord, ein riesiger Schläger mit einer Keule macht uns in Trümmer zu schaffen. Halte dich nicht mit diesen Kindern auf. Ich werde die dunkle Flamme im Namen der Wächter besiegen. Also gut, oberster Richter. Es bereitet mir keine Freude, dich sterben zu sehen, dunkle Flamme, aber die Gesetze unserer Welt haben dein Schicksal bereits besiegelt. Für Gesetzlose gibt es keine Gnade. Okay. Wächter, die dunkle Flamme will in die Mauer flüchten, wie eine Ratte. Schneidet ihr den Weg ab. Nanami, ich glaube, wir sind umzingelt. Sollen wir wirklich gegen alle von ihnen kämpfen? Wir geben nicht auf, falls du das meinst. Entweder wir bahnen uns einen Weg durch diese Dummköpfe oder du kannst Zirkow erklären, was mit deinem Predikt passiert ist. Besiege alle Feinde. Jeder hält sein eigenes Kartendeck. Hell bewegen, Karte auswählen, Ziel auswählen, Blickrichtung ändern. Hellblaue Felder, dunkelblau. Gelbe Felder, Reichweite einer Karte. Mitgefühl, Eisen. Du blickst einfach. Kann auf Entfernung, nicht wahr? Entfernung. Sie hat Messer raus. So, würfeln. Die machen wir nochmal neu. Vielleicht plus 2 oder so bekommen. Stern. Bam. 6 Erfahrungspunkte. So, ruhig mal die.
Wenn wir schon das Messer allerdings haben. Kann ich mich auch da einstellen und dann mit dem Messer von dort. So, wir brauchen 9, wir machen 12. 12 ist mehr als 9. Zack. 6 Erfahrungspunkte. Disziplin. Alle physischen Angriffe, die vor allem benachbarten werden, ausgeführt werden, lösen einen Kont aus. Der erwartete Kontoschaden wird in der Links angezeigt. Auf der rechten Seite der Angriffsvorhersage wird angezeigt, welchen kein Konter ist. Name ist Konterstärke, wenn sie keine Karten auf der Hand hat. Hat sie 7 Karten auf der Hand. Okay. Der kann bis dort gehen. Wenn ich bis dahin laufe, würde er mich eigentlich nicht anschießen sollen. Was sind die Spezialkarten von der Karte? Kann ich die Karte nochmal sehen? Nee. So, es macht jetzt Schützen. Null, null und 6 Konter. Ist ja ganz gut. 6 Konter ist ja ganz gut. Handgröße ist bei Zugang wird automatisch ganz links auf der Hand abgeworfen. Er hat 5 Karten auf der Hand, wirft 2 ab. Ich habe nicht mitbekommen, wie ich neue Karten ziehe. Aber das klärt sich bestimmt irgendwie. So, 12 reicht aus. Ah, da kann ich Karten ziehen. Splitterwürfel auf dir. Das ist 3 Runden. Was heißt Splitterwürfel? Was heißt Splitterwürfel? Karten ziehen. Alle haben links angreifen. So, dann gehen wir auf dem Feld hier hin. Machen wir dort einen Eisenblick darüber. Würfeln bitte. Würfeln bitte. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Jetzt kommt er und will mich hauen.
sie macht hier die Meutler. Und erstmal hier hingehen und das schnelle Dings ausprobieren. Schwupp. Wäre ich selbst getroffen? Oh, ich werde brutal selbst getroffen. Das ist dann ja nicht so ideal. So, würfeln. Meucheln, Extraktion. Heilen wir den mal. Schwupp! Da freut sich der Pester. Die Bedingungen sind, alle Helden sind besiegt. Verfolgerin, Offizier. Wie weit kann die laufen? Bis dort. Stell dich mal dahin, mal Karten ziehen. Auch mal Karten ziehen. Huch, die kann so weit schießen. Give me. So, sie stellt sich als Bloggerin dazwischen. Haut die Verfolgerin weg. Ja, zwei dazu. Heilen muss ich nicht. Passt schon. Passt schon. Extra Aktion habe ich auch noch. Ziehen wir mal Karten. Blitzangriff von hinten. Haben wir weggemeuchelt. Weggemeuchelt. Das reicht. Gerechtigkeit gerade. Sternenwürfel. So, verteidigen. Nach vorne. Können wir nämlich einmal angegriffen werden oder wir können beide angegriffen werden. Mal gucken. Eisenblick. So. Zwei dazu und der Stern. Ich glaube, das passt. Mach Boom. Mach de Boom.
Dann gehe ich mit ihm einen Schritt zurück. Und dann kann ich schnell das Ziel machen. Der eine ist kaputt. Okay. Sie kann sich hier um die Verfolgerin kümmern. Extraktion ist gut. Mit Extraktion können wir gleich noch Messer raus und daran. Ah ne, Messer raus, muss ich weiter wegstehen. Hahaha. Hahaha, ha, ha, das habe ich gut hinbekommen. Den hier fertig. Also er macht die hier fertig. Sie geht einen nach vorne. Und macht heilen. Heilen, was haben wir? Aufgestiegen zu Level 3. Karte aufgebessert, Messer raus. Was heißt das? So, Eisen. Können wir nochmal neu. Dich würfeln auch nochmal neu, weil wir dann gucken, ob wir noch gleich eine Karte ziehen können. Nö. Aber ist okay. Ist okay, ist okay. Auch aufgestiegen. Eisenblick aufgewehrt. Kann ich die anderen Karten auch irgendwo einsehen? Messer raus. Das wird, glaube ich, mehr als genug sein. Jo. Messer raus. Boings. Ich sterbe für die Gerechtigkeit. Allmächtiger, ich kann nicht glauben, dass wir überlebt haben. Deine Berühmtheit ist schlecht für meine Gesundheit, Nami. Teilen wir uns auf, bevor... Warte. Toter Hund. Besser als ein Lebendiger, oder? Können wir jetzt verschwinden? Mein Leben mag scheiße sein, aber ich hänge trotzdem daran. Psst, jetzt wird jemand beobachtet uns. Okay, wer auch immer du bist. Es hat keinen Sinn, sich zu verstecken. Ich höre dich atmen. Zeig dich! Es ist nicht meine Schuld. Er hat mich dazu gezwungen. Wow, du Instinkt. Du hast ganz alleine einen Schaffig ausgeschaltet. Moment. Habe ich dich nicht schon an meinem Bruch gesehen? Wie lange folgst du mich schon? Ich lese mal nochmal vor. Eine Spionin. Spuck's aus, Zwerg. Arbeitest du für die schwarze Klaue oder vielleicht die Bande von der Ostseite? Willst du wohl unsere Beute stehlen, was? Du willst, oder willst du einfach nur eine kostenlose Gesichts-OP? Versuch's nur. Dann zwinge ich dich gleich neben diesem Typen in die Knie.
Meint dieses Kind es ernst? Wessen so der Handschuh trägst du da? Weißt du überhaupt, wie man dieses Ding benutzt? Er gehört mir. Ich habe ihn einem Erwachsenen abgenommen. Und es ist leicht, ihn zu benutzen. Ich muss mir nur etwas wünschen. Und es passiert. Das ist der Handschuh eines Richters. Was ist hier passiert, Kleine? Ich wollte dir beim Kämpfen zu sehen, aber dieser Typ hat mich entdeckt. Er wollte mir wehtun. So wie immer. Da bin ich mir sicher. Erwachsene sind Fieslinge. Aber jetzt habe ich dieses Ding. Jetzt wird mir nie wieder ein Erwachsener wehtun. Ich bin Bryce. Aber du kannst mich die Lichtflamme nennen. Du willst mich vor Apple, Kleine. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Die Hunde werden jeden Moment hier sein. Komm, Bryce. Ich bin kein Kindermädchen, aber ich lasse nicht zu, dass ein Kind stirbt. Wenn wir nicht sofort ins Dazwischen verschwinden, sind wir genau so wie diese Typen Tor. Sieg! Der Kampf ist vorüber fürs Erste. Würfel ausrüsten, Ausgabe. Jetzt kannst du deinen Helden mit den Würfeln ausrüsten, die du am Ende des Kampfes erhältst. Öffne die Gruppenwahl und wähle Würfel ausrüsten aus, um anzufangen. Erzähl mir deine Geschichte. Seinen Schatten wirft der Scherbenmond auf die Welt der ewigen Nacht. Mit seinem Segen er uns belohnt und mit Silberschein über uns wacht. Glaubst du diesen Humbug, Pester? Scherbenmond und Welt der Nacht? Ich glaube an die Herolde, falls es das ist, was du fragst. Sie waren echt Nami. Sie kamen aus einer dunklen Welt und brachten uns die Zodiacs. Ja, erspar mir das Gefasel. Die Zodiacs haben Taurus zu dem gemacht, was es heute ist. Die Zodiacs haben mein Volk vernichtet. Selbst wenn es die Herolde wirklich gab, ich würde es nie zugeben. Wären sie doch in ihrer dunklen Welt geblieben. Irgendwann werde ich die Kugelhöhlentechnik lernen, dann haben diese Wächter wirklich keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Verlass dich drauf, Pester, die Wächter uns sind durch neue Techniken nicht zu beeindrucken. Sie verstehen nicht mal, wie die Zodiacs funktionieren. Sie begreifen nicht, dass es die Willenskraft des Anwenders ist, die ihren Macht verleiht. Bist du deshalb so gut, weil dein Lebenswille stärker ist als ihrer? Vielleicht, es spielt zumindest eine wichtige Rolle. Vielleicht ist das Schicksal einfach Schönheit mehr gewogen. Seit wann glaubst du ans Schicksal? Erzähl mir dein Geschick. Glaubst du, dass es daraus gute Wächter gibt, Nami? Sie können nicht von Natur aus so hasserfüllt sein. Vielleicht denken sie über uns dasselbe. Denk lieber an etwas anderes, Pester. Die Wächter hassen uns und wir hassen sie. Mehr musst du nicht wissen. Konzentriere dich und dann überlebst du diese Mission vielleicht. Let's take a look. Du entscheidest, mit welchen Würfeln du in den Kampf ziehst. Am Ende dieses Kampfes erhältst du zufällig die Würfel als Blumen. Dein Held ausrüsten können, finden sich in dem persönlichen Inventar. Vielen Dank, dass du dabei warst bei dem zweiten Kapitel von Children of the Zodiacs. Ich bin Lasse. Lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Subscribe da, lasst alles da, was ihr da lassen möchtet. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss.